Motorola Moto G Power versus Samsung Galaxy A51. Welches Produkt ist besser? Ein würdiger Vergleich. Ich beschränke mich auf die Fakten der Smartphones und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Sieger. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Design. In der Kategorie Design ist das Moto G Power mit 62 zu 51 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: Spritzwasserfestigkeit. Das Galaxy A51 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 27 Gramm leichter, 1,7 mm dünner, 1,4 mm kürzer, 2,2 mm schmaler und 21% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm ist das Galaxy A51 mit 71 zu 49 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 1,5% höhere Pixeldichte, 4,3% höhere Auflösung, 1,6% größere Bildschirmgröße, besitzt bruch- und kratzfestes Glas, OLED bzw. AMOLED-Bildschirm und Bildschirm ist immer an. Das Moto G Power hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: besitzt ein IPS-Panel. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das Galaxy A51 knapp mit 88 zu 85 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 5,3% schnellerer Prozessortakt, 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 64 GB mehr interner Speicher, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 488 GB mehr externer Speicher unterstützt und 2 Speicherkanäle mehr. Das Moto G Power hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 3 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite. Kameras. Im Bereich Kameras ist das Galaxy A51 mit 69 zu 60 Punkten deutlich vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 2,7-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2-fach mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Es hat einen manuellen Fokus, 0,2 Mikrometer größere Pixelgröße der Hauptkamera und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Das Moto G Power kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 15% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen CMOS-Sensor, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat und 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Im Bereich Audio gewinnt das Moto G Power eindeutig mit 83 zu 58 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Akku. Beim Punkt Akku ist das Moto G Power mit 65 zu 64 Punkten haarscharf vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: 25% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das Galaxy A51 mit 82 zu 76 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: unterstützt NFC, 1,5-fach schnellere Uploads, unterstützt 2 SIM-Karten und unterstützt ANT+. Ergebnis. Mit 71 Punkten schlägt das Samsung Galaxy A51 in der Gesamtwertung deutlich das Motorola Moto G Power mit 62 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare.
Schreibt auch gerne, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.